Ja, eine etwas längere Demission folgt mal wieder nach den letzten beiden recht kurzen Videos, nämlich antike Schriften, und wir erfahren Durchdringen, etwas mehr Professor. über die geheimnisvollen Dünnersteine Professor! und starten hier bei Robin. Es gibt auf jeden Fall irgendwie einen uralten Text. Und Piraten haben davon Wind bekommen und sind in Scharen aufgetaucht, um diese Steine halt irgendwie zu suchen. Diese Dünnersteine. Und irgendein Inselbewohner hat uns anscheinend zugehört. Auf jeden Fall zum Ursprung des Tumults in Topazminenstadt gehen. Erst einmal Quest starten. Antike Schriften und Dünnersteine. Rezept Utopientee kriegen wir auf jeden Fall neben den Fertigkeitenpunkten. So, Mission ist gleich hier um die Ecke. Wir haben auch schon die eine oder andere gestartet. So, zur Ausgrabung sollte man die begleiten. Das ist es doch, die Marine ist total blind vor Gier. Wenn man uns zwingt, Dünnersteine auszugraben, gibt es keine Garantie, dass wir nicht aus Versehen etwas zu hart auf einen draufhauen. Und was ist, wenn sie uns angreifen? Noch ist es nicht zu spät. Nein, nicht, das ist viel zu gefährlich. Warte bitte, ich schau mal, was ich machen kann. So viel Zeit haben wir nicht, darum sind wir doch gerade zu dir gekommen. Ist was passiert, Jean? Für sowas haben wir keine Zeit. Wir bereiten uns so gut vor, wie es geht. Komm noch später vorbei, wenn du kannst. Hey Jean, warum sind die so sauer? Die ganze Insel kennt inzwischen das Gerücht, dass die Marine den uralten Text gefunden hat. Wenn die Dünnersteine explodieren, ist alles So. vorbei. Es wäre ein ganz schön gefährlicher Abbau. Es ergibt Sinn, dass die Inselbewohner auffordern zu helfen, die die Gegend kennen. Aber ich fürchte, da irrst du dich. Die Inselbewohner haben Dünnersteine nie wegen des Geldes abgebaut. Wenn überhaupt, dann haben sie das Ganze viel mehr geheim gehalten, weil sie Angst hatten, dass Fremde dahinterherkommen. Nee. Wurde im uralten Text, den sie entdeckt haben, nicht beschrieben, wie man sie abbaut? Ich wünschte, ich könnte in die Marinebasis schleichen und selbst lesen. Auch wenn es nur ein Gerücht gibt, ist es eine potenzielle Gefahr für die Insel. Ich helfe dir. Nein, das ist zu gefährlich. Warte, bis mein Bericht fertig ist. Jedenfalls kannst du mir wieder helfen, sobald ich die Wahrheit kenne. Was? Dachte schon, du hast alle Antworten. Ich habe mich darauf konzentriert, was die Marine in der Mine sucht. Die Ader auf dieser Insel ist wirklich alt. Dünnersteine werden mit verschiedenen uralten Techniken abgebaut. Der Eingang ist versiegelt und auf einer Steintafel ist eine Warnung eingraviert. Wo liegt dann das Problem? Ich habe doch gesagt, der Eingang ist versiegelt. Um die Mine zu öffnen, müsste man die uralten Schriften kennen. Und nochmal, wo liegt das Problem? Ja, Ruffy ist wieder so ein Schnellmerker hier. Suchen wir als erstes einen Weg hinein. An ihren Augen sieht man, dass sie es ernst meint. Die Mine ist in der Kristallschlucht. Wir sehen uns dann dort, Ruffy. Okay, also, versiegelt, Dünnersteine, böse, böse, können explodieren, wenn man zu doll draufhaut, beziehungsweise die Steine abbaut. Deswegen sind die ganzen Piraten auch in Scharen irgendwie auf die Insel gekommen, um diese Dünnersteine zu bekommen, weil Dünnersteine natürlich dann eine gefährliche Waffe sein können, wenn man die abbaut, weil sie explodieren können. Und das Rätsel der Lösung ist wohl irgendwie in der Nähe der Kristallschlucht, wo die Robin hier auf uns wartet. Hat sich kurz hin teleportiert, ist schon da, wartet auf uns. So, wir wollen nach dem Eingang suchen. Ja, wollen wir. Am tiefsten Stellen der Kristallschlucht. Da sollen wir anfangen. Such einfach das ganze Gebiet ab. Höhle mit starkem Luftzug. Höhle mit Windzug. Windige Höhle finden. Dort sollen dann wohl auch die gefährlichen Dünnersteine sein. So ungefähr wird uns angezeigt, wo sich denn dieser Mineneingang befinden kann. Tiefste Stelle der Kristallschlucht. Kurz geskippt, weil der Suchkreis echt riesig ist. Also ihr könnt es unten auf der Map einmal nachverfolgen, wo ich jetzt gerade bin. Die windige Höhle finden. Hier ist wieder so eine Marinebasis aufgebaut. Etliche Gegner, CP0-Agenten schwirren hier rum, Admirale. Ich fühle einen Luftzug. Ob die Mine wohl hier in der Nähe ist? So, hier ist schon mal so ein Zelt als Anhaltspunkt nochmal. In den Zelten ist ja meistens immer ein Schatz versteckt. Gehen wir aber erstmal draußen drumrum. Und nämlich hier oben ist nämlich ein Eingang. Kommen wir per Gum Gum UFO hin, wenn uns denn der nette Herr einmal hier nach oben gehen lässt. So, das jetzt mal Sendepause hier. Gibst du wohl mal Ruhe? So, der droppt auch nicht wieder her. So, wir sind in der Höhle. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Rheineisen mit. Und das war's. Da kommt ein Luftzug aus der Felsspalte. Ob eine Lawine den Eingang versiegelt hat? Vielleicht ist die geheime Ader. Wer bist denn du? Wer hat gesagt, dass du meinen Monolog unterbrechen darfst?
Kann ich dir auch sagen. Woher kommst du? Moment, Strohhut. Ist das Strohhut, Ruffy? Was? Der 100 Millionen Berry schwere Grünschnabel? Hast du gerade Strohhut, Ruffy, gesagt? Ja, das sind wir. Kaum zu glauben, dass wir hier über Strohhut, Ruffy, stolpern. Das ist ein ziemlich harter Brocken sein. Ihr seid die Piraten, die von mir die Dünersteine haben wollen. Na, nicht doch noch Piraten. Sie haben wohl die Dünersteine gesucht. Stimmt, genau. Wir haben den Eingang bei unserem Kampf gegen Strohhut und die Marine entdeckt. Also los, Männer. Zeigt mal, was ihr könnt. Wir brauchen jeden einzelnen dieser Dünersteine. Okay, Boss. Wir riskieren eine strenge Strafe, wenn wir den geheimen uralten Text unerlaubt mitnehmen. Ja, und du kriegst das Ding nur über unsere Leichen. Mann, was für eine Bande von Holzköpfen. Aber wenn wir so viele Steine haben, tja. Bringen wir die Sache mal zu Ende. Erledigen die Matrosen und die Piraten. Na, wenn zwei sie streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Die Piraten und die Matrosen besiegen. Machen wir. So, wir haben damit Tension aufgebaut. Das heißt, wir könnten theoretisch die Elefanten-Gatling starten hier. Geht aber nicht, weil, ne, Kopfhauer und so. Und Ruhe im Karton. So. Husch, das sollte reichen. Alle Probleme mit den Fäusten lösen. So läuft das wohl immer bei dir. Oh, hey Robin. Das ist nicht meine Schuld. Die haben angefangen. So, ne? Ja, kann ich ja nicht widersprechen. Vor allem, weil uns das ganz schön was angebracht hat. Was denn? Ich meine die Kopie von dem uralten Text, die die Matrosen dabei hatten. Sag bloß. Sieh mal nach. Okay, aber warte einen Moment. Warum sollen wir jetzt warten? Und? Was rausgefunden? Die Informationen über Dünerstein in diesem Text kennt bereits so ziemlich jeder. Sämtliche anderen sind völlig erschöpft. Hm. Meinst also, die Dünersteine sind bereits ausgegraben? Genau, außer bei einer Ader, von der ich noch nie gehört habe. Echt, und wo? Erinnerst du dich an die Jadekugeln, die du für mich suchen solltest? Ja, haben wir ja gemacht. Sie muss es selbst sehen. Wollen wir mal nachsehen? Ist gar nicht weit weg von hier. Ja, das gucken wir uns dann gerne einmal an. Also zum Bereich um den Kristallschluchtteich gehen. Ja, da haben wir die Jadekugeln für sie gesucht. Hatte Robin ja schon einmal gewisse Sachen für uns analysiert. Und wir haben ein bisschen was erfahren, um was es hier geht. Also neben dem Isaac, dem Gefängnisleiter, es ist ja auf jeden Fall so, dass Jeans Mutter damals die Anführerin war, die Insel vor 12 Jahren vor Piraten befreit, ist dabei leider ums Leben gekommen und es gibt ja auf jeden Fall auf der Insel geheimnisvolle Dünersteine, die explodieren können und danach trachtet einerseits die Matrosenfraktion als auch die Piraten, die von überall her hierher kommen. So, keine Dünersteine, keine Jadakugeln, keine Edelsteine, nichts. Nee. Ja, wir wussten. Ah, sie ist. Ah, die Mutter war die Oberaufseherin beim Abbau der Dünersteine. Sie hat ihr eigenes Leben geopfert. Ja, das haben wir schon gehört. So, und wenn sie tatsächlich neue Dünersteine finden, fragt sich Robin, ob Jeanne die richtige Anführerin für die Inselbewohner ist. Und jetzt erzählen wir Jean von all den falschen Informationen. Ah, Robin fragt sich natürlich, warum soll man irgendwie graben, wenn man weiß, dass da nichts ist. Bleibt aber noch in ihrem Kopf drin, macht sich nur Gedanken drüber. Erfährt man noch nichts Näheres. Okay. Das heißt, wir reisen einmal wieder zur Topazminenstadt und berichten erst einmal Jean, was wir erfahren haben. Und das ist alles, was wir bisher wissen. All unsere Informationen über die Dünersteine. Das sind ja tolle Nachrichten. Wenn es keine gibt, kann ich mich entspannen. Ja, dann gehe ich jetzt mal. Zählen auf dich, Jean. Danke für deine Hilfe. Tja, zumindest hätten wir das erledigt. Zumindest, was soll das heißen? Anhand der Kopie des uralten Textes habe ich die Ader untersucht, aus der die Jadekugeln stammen. Ist mir was aufgefallen. Aber sie vermutet, dass Matrosen immer noch nach Dünersteinen suchen. Die Marine hat schon ein paar Dünersteine, aber die sind nicht von der Insel. Aber Robin vermutet, die haben eine eigene Methode irgendwie entwickelt, um Dünersteine abzubauen. Noch ein uralter Text? Das wäre der Fund des Jahrhunderts. Ein gutes Stück Fleisch wird auch nur schlecht, wenn man es liegen lässt. Ja, ja, ja. Mhm.
Ja, wir leben in unserer Angelwelt, das stimmt wohl. Ja, sie steht das irgendwie durch, dank der Strohhut-Crew. Ah, sie ist froh, dass sie uns getroffen hat. Wunderherrlich. Ja, alte Schriften, Dünnersteine, das war die Nebenmission. Also anscheinend scheint es keine mehr zu geben. Es gibt aber ein Gerücht, dass es wohl doch noch welche gibt. Und vielleicht hat die Marine irgendeine Art gefunden, doch noch welche abzubauen. Wir werden es erfahren. Kammeranstieg.